erhältst ein sportliches Set. Sportlich. Du verstaust das sportliche Set in einem Klamottenkoffer. Ui, Klamotterie, für Evoli. Wenn du Evoli dieses Set anziehst, könnt ihr im Partnerlook auf Reisen gehen. Och süß. Bitte mach das. Huch. Blackie sieht überglücklich aus. Ja, aber immer noch. Mit Blackie spielen, oder? Das ging sehr verkehrt. Ja, sorry, ich musste gerade mal die Kamera anschließen. Der Akku war alle. Ich hoffe, es ist nicht zu viel rausgefallen. Mit Blackie spielen. Ja, das klingt ziemlich, ja, zweideutig. Wie man so mal zweideutig sieht, klingt das ziemlich ein bisschen blöd. Spielen. Das ist mal, wenn man es zweideutig sieht, ist das ganz schön widerlich. Was anderes bleibt mir noch nicht übrig. Spiele mit Blackie. Ja, ist klar. Joy-Con, führe die Hand, die wir hier schon ein bisschen sehen, zu Blackie und bewege sie, um es zu streicheln. ZR-Taste, A-Knopf, stupsen oder streicheln. Y-Knopf war irgendwas anderes. Aha. Ups. Braves Blackie. Braves Blackie. Süßes Blackie. Evoli wird gestreichelt. So, dann greifen wir hier mal nach der Beere. Geht das? Füttere deinen Partner mit Beeren. Joy-Con. Okay. Nimm den ZR-Taste oder mit dem A-Knopf eine Beere. Na, Anknopf und Mampf. Och, süß. Sieht doch putzig aus. Mampf. Na komm. Futteris. Alle guten Dinge sind drei. Na komm. Dann Mampf und die Mampf. Cool. Es macht doch Spaß hier. Evo, die ein bisschen streicheln. Och, putz. Auch hier kann ich sie ein bisschen streicheln. Ja, die Ohren, die Fingern. Na denn, genug mit Blackie gespielt. Na denn. Hihi. Na, da wollte aber jemand deine Aufmerksamkeit. Sieht aus, als würde Evoli sich wahnsinnig freuen, wenn du dich um sie kümmerst. Mit, wenn du den X-Knopf und, da habe ich schon ein bisschen zu weit gelesen, hat mich verwurstelt. Wenn du den X-Knopf drückst und im Menü mit Blackie spielen auswählst. Klasse, das heißt jetzt auch mit Blackie spielen. Och nee. Oh Mann. Dieses Projekt ist jetzt schon sowas von durch. Es ist so durch. Im ersten Part gleich hier volle Möhre, einmal hier den Namen vergeigt und jetzt habe ich ernsthaft einen Menüpunkt, wo mit Blackie spielen draufsteht. Kann ja nur noch besser werden. Wann immer ich will mit Blackie spielen. Das schreit nach Fanfictions. Ja. Also wo haben wir es denn jetzt mit Fanfictions spielen? Fanfictions erzeugen. Okay, ich habe gerade irgendwie nicht aufgepasst.
Ich weiß. Ich spreche mal kurz. Wäre, glaube ich, nicht schlecht. Weil wir jetzt. Ach, mit Blecki spielen da oben. Verstanden. Alles klar. Dann können wir die auch kostümieren. Ist auf meine Mütze. Kein Partner-Look. Schade. Schade, Marmelade. Oh, wer bist denn du? Ein wildes Ratzfratz bist du. Alles klar. Ein wildes Ratzfratz erscheint. Nee. Bitte nicht. Ja, ich möchte es nicht fangen. Ich gebe den Fangversuch auf. Hinter dir. Danke für deine Hilfe mit der Lieferung. Im Pokémon-Supermarkt gibt es übrigens viele praktische Items. Also komm ruhig mal vorbei. Und schau dich um. Weißt du was? Als kleine Kostprobe gebe ich dir ein Werbegeschenk. Hier, bitte. Du erhältst Kugelschreiber. Du verstaust das Item in der Medizintasche. Wenn Trainer gegeneinander antreten, Lel, kann wieder nicht sprechen, kommt es vor, dass Pokémon dabei verletzt werden. In so einem Fall solltest du ihnen Kugelschreiber geben. Ah, okay. Alles klar. Und weiter geht's. Willst du jetzt kämpfen? Kämpfe! Wenn zwei Trainer sich in die Augen gucken, dann fliegen die Fetzen. Ich will jetzt mit meinem Lieblings-Pokémon gegen dich kämpfen. Los geht's. Let's go. Let's go, Evoli. Knirps-Axel fordert dich heraus. Aha. Was ein schöner Name. Los, Blecki. Blecki versus Axel. Was für ein Spiel. Ruckzuckieb. Los geht's. Besiegt das Radfratz. Das ging ja sehr schnell. Ich glaube, wir müssen auch mal mit dem anderen spielen. Nicht nur mit Blecki spielen, sondern auch mal mit Kit spielen. Sonst wird er noch traurig. Ui, du bist am Start. Du gewinnst 60 Pokémon-Dollar und geht siegreich aus dem Kampf hervor. Gegen den Knirps. Du hast 3 Pokébälle. Oh. Pokémon-Bälle erhält man also bei einem Kampf. Nach einem Kampf. So, mein Kit im Team nach vorne bewegen. Oh, aus Pokéball holen. Das geht auch. Gucken wir mal. Zack. Ah. Jetzt habe ich also Kit bei mir. Ah, cool. Und Evoli sitzt eh auf meinem Kopf. Ist ja cool. Kann ich dann hier Evoli... Cool, da läuft ein Pokémon hinter mir her und Evoli sitzt auf meinem Kopf. Ist das nicht cool? Dann kann ich in den Pokémon zurück. Der glatte Wahnsinn. Ist ja der Hammer. Jetzt fliegt ein Taubsi hinter mir her. Vertania City, da wären wir wieder. Und da ist mein Rivale. Hey, du strahlst ja über bei der Ohren, Zwergfee. Was ist denn los? Du hast einen Kampf gegen einen anderen Trainer gewonnen. Coole Sache. Ah ja, ich wollte dir noch was sagen. So ein Kampf ist ganz schön anstrengend für Pokémon. Sie verlieren dabei oft KP und AP. Aber wenn du sie in einem Pokémon-Center bringst, wird dein Team dort wieder aufgepäppelt. Es dauert überhaupt nicht lange und kostet dich nichts. Behalte den Zustand deiner Pokémon nachkämpfen immer gut im Auge, ja? Mach ich. Ich achte auf mein Pokémon-Team. Das gerade komplett bei mir ist. Na denn. Einmal rein. Das Pokémon-Center wartet auf mich. Jetzt kann ich hoffentlich mal endlich laden. Also mein Pokémon laden, meine Pokémon aufladen. Ein Willkommen im Pokémon-Center. Sollen wir deine Pokémon wieder fit machen? Ja, sehr gerne. Hier. Okay, dann nehme ich deine Pokémon für einen kurzen Moment in meine Obhut. So wie Evoli steigt von meinem Kopf hinunter. Vielen Dank für deine Geduld. Deine Pokémon sind wieder topfit. Bitte beehre uns bald wieder. Da sind sie wieder. Die beiden. Na denn. Und weiter. Die Stadt haben wir schon ein wenig erkundet. Dann kannst du ja mal hier vorangehen. Warte, mir ist gerade aufgefallen. Die beiden Kollegen stehen dahinter nicht mehr.
Schade. Habe ich wohl verpasst. So, hier mal ein wenig einkaufen gehen. Hallo, ein Knirps. Ich muss mir ein paar Tränke zulegen. Man weiß nie, wann ein Pokémon schnell geheilt werden muss. Herzlich willkommen. Wobei kann ich behilflich sein? Ich will etwas kaufen. Ich will etwas verkaufen. Ich bin wunschlos glücklich. Ich will mal etwas kaufen. Was gibt's denn so? Pokéball-Trank gegen Giftfeuerheiler, Eisheiler. Joy-Con funktioniert wieder nicht. Aufwecker, Paraheiler. Wie wär's dann erstmal mit ein paar Tränken und ein paar Pokémon-Bällen fürs Erste? Ja, vielleicht nicht ganz 15. Ja, 5 vielleicht für den Anfang. Wäre nicht schlecht. Pokébälle habe ich schon einige. Du hast 52. 51, 54, 55. Mach mal 55 draus. Zack. Dann kaufe ich noch ein paar. Okay, davon habe ich 55. Dann kaufe ich noch ein paar Tränke. 7, 8, 9, 10. Mal 10 draus. Zack. Und damit ist mein Geld auch schon fast alle. Oder auch nicht. Na, wie viele Tränke kann ich noch? Ja, machen wir noch 5. Auf 15. Alles klar, gleich das ganze Geld verprasst. Ja, sinnvoll investieren. Und weiter geht's. So, wer ist denn da? In diesem Laden verkaufen sich Paraheller. Angeblich am besten. Na denn. Dann hätten wir ja die Stadt so weit erkundet. Oder geht die da hinten noch weiter? Na komm, Schild betrachten. Schildbetrachtung hier. Hallöchen. Vertania City, das immergrüne Paradies. Was du nicht sagst. Und hier links entlang. Route 22. Ich hab da so eine Ahnung, was hier auf Route 22 los ist. Na, können wir schon hingucken, können wir schon einen Blick drauf erhaschen. Den Pokéball, ich nehme ihn mir mit, sofern möglich. Du erfindest 5 Pokébälle. Du erfindest 5 Pokébälle. Nee, das wollte ich jetzt nicht ausdrücken. So. 5 Bälle in einem gepresst. Keine wilden Pokémon hier unterwegs. Oh, hey, Zwergfee. Mordefest hier. Wolltest du auch bei der Pokémon-Liga vorbeischauen? Da drin kann man gegen die stärksten aller Trainer kämpfen. Gegen die Top 4. Ich hätte die Top 4 zu gern mal in Aktion gesehen. Aber das Personal der Pokémon-Liga lässt nur Trainer mit allen Arena-Orden durch. Mit allen. Also mit allen von Generation 1 bis Generation 6. In Generation 7 gibt es ja dann keine Arena-Ohren mehr. Da gibt es dann, also einen gibt es dann auch noch. Ja, keinen direkten, großen, offiziellen, aber. Ja. Weil es keine Arenen mehr gibt. Aber alle. Auch die ganzen aus Hardgold und Soulsilver, die ganzen. Das müssten ja dann über 100 bestimmt sein, oder? Da hilft nur eins. Wir müssen unser Bestes geben und alle Editionen noch einmal durchspielen und immer stärker werden. Du weißt, worauf ich hinaus will, oder? Los, Zwergfee, lass uns kämpfen und stärker werden. Was schon wieder? Wir haben doch gerade eben erst gekämpft. Es ist doch gar nicht mal so lange her. Pokémon-Trainer Mordev fordert dich heraus. Na denn, ein weiterer Kampf gegen Pokémon-Trainer Mordev. Los, Kit. Ja, dann kann Kit mal gegen ein Taubsi kämpfen. Ja. Tränke habe ich mit dabei. Na dann, können wir ja mal kämpfen. So, Tickel und Sandwirbel. Da würde ich mal Tickel vorschlagen. Los, Tickel, zack.
Das sieht ja schon spitzenmäßig aus. So kann es losgehen. Und weiter Tackle. Zack. Wenn es das Taubsee besiegt, dann kriegt Kit hoffentlich ein neues Level. Und dann, ja, kann das auch weiter trainiert werden. Na komm, 12 Erfahrungspunkte, kein neues Level. Mensch. Ich kämpfe weiter, solange es geht. Mir wird bis zum Schluss gekämpft in meinem Team. Wird nicht zwischendurch aufgegeben. Wir kämpfen bis zum letzten Mann, so ist es üblich. Und ja, jeder kämpft bis zum Schluss. In diesem Fall war das der Schluss von Kids. Dann ist wohl jetzt Blackie dran. Sie wird eine gewechselt und kämpft. Los, Blackie, Ruckzuckhieb. Zack, zack. Auf geht's. Zack, die Booster. Nun wird hier das Pikachu auch in den Boden gestampft. Belieber haben wir leider noch nicht mit dabei, deshalb muss ich mich leider mit dem K.O. von dem lieben Kids zufrieden geben und erstmal mit Blackie weiterkämpfen. Die hält einiges aus und Pikachu wurde besiegt. Damit haben wir den Rivalen mal wieder besiegt, zum zweiten Mal in diesem Spiel. Hervorragend. Blackie erreicht Level 7. Na großartig. Was? Echt jetzt? Du gewinnst 140 Bewunderer und gehst siegreich aus dem Kampf hervor. Puh, ich sollte die Aufnahme mal beenden. Ich kann an dieser Stelle gar nicht mehr reden. So, hoffentlich konnte ich dir helfen, ein bisschen stärker zu werden. Wenn wir so weitermachen, schaffen wir es garantiert beide bis zur Pokémon-Liga. Na, da freue ich mich doch schon drauf. Ich mache mal ganz kurz hier mal nachgucken bei der Pokémon-Liga. Ich will noch nicht rein, will noch nicht kämpfen, aber mal kurz mal Tachchen sagen. Kann ja schon mal Hallöchen sagen. Hier dürfen nur wirklich starke Pokémon-Trainer passieren. Aber du besitzt noch nicht mal den Felsorden. Tut mir leid, aber Regeln sind Regeln. Die Regeln sind die Regeln. Warum kenne ich diesen Zitat? Und warum bringe ich den hier ein? So ein Kack. Ich darf dich nicht vorbeilassen. Wer das Zitat nicht kennt, ja, besser so. Du lässt mich wirklich nicht vorbei. Wie schade, dass ich mit meinem Evoli und meinem Taubsi hier nicht auf die treten kann. So eine Schande aber auch. Ich wäre so gerne Pokémoniger, der Gipfel der Pokémon-Elite, Haupteingang. Zu schade. Dann müssen wir wohl erstmal den ersten Orden und Rocco besiegen. Rocco, der erste Arenaleiter. Ja. Ich vermute mal, dass Rocco der erste Arenaleiter ist. Könnte sein. Ich habe es mal irgendwo gehört, dass das wohl der Fall sein könnte. Na denn. Das Team heilen und gehen im Pokémon Center. Na komm. Willkommen im Pokémon Center. Sollen wir deine Pokémon wieder fit machen? Ja, mach das mal. Okay, dann nehme ich deine Pokémon für einen kurzen Moment in meine Obhut. Zack, zack. Zack, die Duster werden dann die Beine geheilt. Vielen Dank für deine Geduld. Deine Pokémon sind wieder topfit. Bitte beehre uns bald wieder. Na dann. Erkunden wir weiter die Gegend. Hier sind auch Häuser. Und das schaut aus wie eine Pokémon-Arena. Da rechts im Bild. Niedlich deine Pokémon sind. Wie niedlich dein Pokémon sitzt auf dir. Ja, wäre das wahrscheinlich zu schwer. Ja, kommt drauf an, was du für ein Pokémon da auf dir sitzen hast. Also, wenn du da nur ein kleines Evoli auf dir sitzen hast, das geht vielleicht noch. Das kann man vielleicht noch aushalten. Aber wenn dann so ein, ja, meinetwegen so ein Dialga auf dir oben drauf sitzt, das könnte unter Umständen ein wenig schwierig werden.
Ich glaube, das ist dann nicht mehr so leicht. Aber es ist ja zum Glück ein Juli, also ja, dürfte das noch in Ordnung gehen. Ich führe meine Pokémon lieber eine Runde spazieren. Das Mirabla meldet sich zu Wort. Öffne einfach das Spielmenü mit dem X-Knopf und schaue dir dein Team an. Hast du dir einen Pokémon ausgesucht, dann wähle die Option aus dem Pokéball holen und schon begleitet es dich auf deiner Reise. Ich weiß, eine Reise macht viel mehr Spaß, wenn man von seinen Pokémon begleitet wird. Aber das weißt du vermutlich schon. Hihi. Ja, ich hab's schon selbst herausgefunden. Da rennt sie gleich gegen die Wand. Habi, Habi Tag. Mein Papa mag Pokémon genauso doll wie ich. Das freut mich sehr. So, Hausdurchsuchung, Razzia. Ich spreche jetzt einfach bei allen ein und guck mal, was die so haben. Ein paar Bären klauen und so weiter. Wie es halt üblich ist in Pokémon-Spielen. Sich Spitznamen auszudenken macht Spaß, aber es kann auch ganz schön knifflig sein. Doch so toll geistreiche Namen auch sein mögen, es gibt einfach nichts Besseres als einen schönen, einprägsamen Spitznamen. Ich habe ja zum Glück eine Community und Leute, die ich so kenne, die man als Namen nutzen kann. Die freuen sich dann auch teilweise, hoffentlich, ihre Namen hier zu sehen. Wenn du den X-Knopf drückst und dann in deinem Team ein Pokémon auswählst, kannst du deinen Spitznamen ändern. Und dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Endlich Game Freak. Endlich Pokémon. Namen ändern. Die Option hier im Speicher hier, dass man hier einfach mal den Namen jederzeit ändern kann, das ist Gold wert. Wie doll hat mich das gestürzt, einfach hier jedes Mal irgendwie wieder zum Namensbewerter rennen zu müssen, der dann irgendwo versteckt war oder halt das auch nicht ändern zu können. Gerade in der ersten Generation war das einfach nicht möglich, dass du deinem Pokémon dann irgendwie einen blöden Spitznamen gegeben und konntest den nicht mehr ändern und... Puh, endlich Game Freak, danke! Ganz im Ernst, ein herzliches Danke von mir an dieser Stelle. Muss ich einfach mal loben, das ist schon fast die beste Besserung hier an diesem Spiel. Das erleichtert mich sehr. Pokémon Arena von Virtania City. Wer da wohl der Arena-Leiter drin ist, wir wissen es nicht. Wir können es vermuten. Diese Pokémon Arena ist dauernd geschlossen. Wer hier wohl der Arena-Leiter ist? Die Türen der Arena sind verschlossen. Die Tür war fest verschlossen. Ich versuchte, sie aufzustoßen. Doch die Tür war fest verschlossen. Naja, dies ist ein Zerschneiderstrauch. Dieser Strauch könnte man mit einem gezielten Schnitt aus dem Weg räumen. Und das hier ist die nächste Route. Tipps für Trainer. Um einen Coop-Trainer herbeizurufen, Coop-Trainer heißt das wahrscheinlich. Musst du den zweiten Controller einmal stellen. Zurzeit machen Abenteuer viel mehr Spaß. Stimmt ja, wenn ich hier mal jemanden zu Gast habe, wenn ich hier mal mit jemandem gemeinsam aufnehme, kann man das zurzeit spielen mit einem zweiten Controller. Oder? Ja, so war das. Oder so scheint das hier zu sein. So scheint das hier zu stehen. Na, da bin ich ja gespannt, ob das mal geht. Vielleicht werden wir das auch mal ausprobieren. Route 2 verbindet Veritania City mit Marmoria City. Na dann hervorragend. Und wieder ein Zerschneiderstrauch. Ja, hervorragend. Und ich würde an dieser Stelle mal direkt sagen, wo wir schon mal hier sind, wo wir gekommen sind, setze ich mich hier dann mal direkt auf einen Stuhl. Kann ich das denn machen? Setz dich doch hin, Zwergenfee. Nicht. Magst du dich nicht setzen? Na, wie auch immer. Ich würde mal sagen, einen Däumchen nach oben sollte euch dieser Part gefallen haben. Ich habe jetzt ganze 2 Parts am Stück aufgenommen. Ich hoffe, ich kann es irgendwie zu 2 Parts zusammenschustern. Ich glaube, das kriege ich schon hin. Das passt schon. 2 Parts dürften es jetzt sein, die ich am Stück aufgenommen habe. Ja!
was wollte ich sagen? Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, Glöckchen aktivieren, um ja nichts zu verpassen und ja, beim nächsten Part wieder dabei zu sein. Habt ihr noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Man sieht sich in Part 4 ist dann der nächste, wenn mich nicht alles täuscht. Bis dahin habt ihr eine tolle Zeit. Ihr habt euch wohl. Haut rein und bis dahin. Ciao, ciao.